Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider, der Definitive Edition. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zur dritten Folge. Und wir sind letztens stehen geblieben, als dieses Flugzeug vom Sturm erwischt wurde und die Piloten runtergefallen sind. Und ja, und da wollen wir jetzt weitermachen. Und ja, ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, das mir jetzt entfallen ist. Egal, wenn es mir einfällt, dann weiß ich es wieder. So, weiter geht's. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Und let's go. So, wir. Genau, kamen von da. Und müssen da lang. Gehe ich mal stark davon aus. Lara, was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Ein seltener benutzte Straße. Stoßen Sie wieder zum Rough. Wie kann man eigentlich Rough heißen? Egal. Oh. Wollte ich gerade sagen. Was wir schon lange nicht mehr gefunden haben, ist so ein Grab. Also so ein wisst ihr wie. Also hier, sowas wie. Das da. Grab. Haben wir schon lange nicht mehr gefunden. Wer weiß. Gut, gehen wir mal in Richtung Rough. Schlecht. Hier drüben! Ich hab sie von der Seite! Ey! Kam mir jetzt vor wie bei Lesse was. Neue Ausrüstung mal ein. Ein Seil. Mit den Peace. Komm, zeig dich. Man muss auch treffen. Dann halt so. Es muss einen Weg nach oben gehen. Seilpfeil. Ich hab's gelesen. Kann jetzt gehen. Kann mir auch denken, was ich machen muss. Genau das. Den Seilpfeil kann man bestimmt auch verbessern, wa? Hätten die jetzt nicht geleuchtet, hätte ich doch glatt vergessen, die zu looten. Gibt's hier noch was Schönes? Ressourcen? Pfeile sind voll. Also die R1-Pfeile kosten mich keine Pfeile. Okay. Interessant. Noch irgendwas? Kann ich damit eigentlich auch irgendwas machen? Nee. Nee, stimmt, die R1-Pfeile kosten mir echt keine Pfeile. Kann ich schießen, wie ich lustig bin. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Seilbrücke.
Benutzen Sie Seilpfeile in der Nähe von. Ja. Okay. Kann man mal machen. Eine Kiste, komme ich da hoch. Ah, Seilbrücke machen. Ist hier irgendwas? Pfeiler. Komme ich hier hoch? Computer sagt nein. Ich habe hier leider keinen Pfosten. Nee. Sieht schlecht aus. Lara Stark. Aber wie komme ich da hoch? Wer weiß. Gehen wir mal weiter. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Blauer Rauch. Oh, Ruff! Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen. Mayday, Mayday, hier Co-Pilot Jessup von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessup, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet, bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Erreichen Sie das Rauchsignal. Ist ein Stück bis dahin. Wait. Ach ja, doch. Ja, den Fähigkeitspunkt kann man natürlich gleich mal verwenden. Und zwar für schmutzige Tricks. Eine Axt gibt es auf jeden Fall auch noch. Oder wir nehmen nochmal Überleben. Pfeile wiederfinden. Aber man findet so viele Pfeile, finde ich eigentlich unnütz. Nehmen wir das hier. Neuer Fähigkeitsrang freigeschaltet. Glückwunsch. Ein neuer Fähigkeitsrang wurde freigeschaltet. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen. Drücken Sie Dreieck in der Nähe von Feinden, um diese mit der Axt anzugreifen. Attackieren Sie Feinde mehrmals, um sie zu betäuben. Das war wahrscheinlich das, was in der letzten Folge aufploppte mit Dreieck. Dabei konnte ich das noch gar nicht. Ist ja witzig. Na gut, dann gehen wir mal Richtung Rauchsignal. Was da hinten ist. So, aber warte mal, sind wir jetzt. Ne, wir sind jetzt ja ganz woanders. Zack. Dass der mich nicht sieht.
Egal, alle weg. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Ach so, es wird sogar angezeigt links, wenn man irgendwas noch extra finden kann. Okay. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stacke verlegt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, machen wir mal. Wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Ich denke mal, wenn diese Vasen zerbrechen, das hören die bestimmt auch. Da rennt mein Frühstück. War nicht so schnell. Oh, nochmal das Frühstück. Oh Gott. Ach, treffen müsste man, gell? Egal. So. Hier ist eine schlechte Idee, lang zu gehen. Oh. Stimmt, die gab's ja auch noch. Ich bin schon einige verpasst, also da mache ich mir keine Hoffnung, die noch zu finden. Ich meine, da drüben ist noch eine. Aber egal. Übrigens könnte ich jetzt auf der Schnellreise wieder in Gebiete gehen, wo ich den Seilpfeil zum Beispiel noch gar nicht hatte. Also wie hier unten zum Beispiel. Weil hier gab es ja auch noch einiges. Hier hatten wir ja auch zum Beispiel diese Tür hier. Die hier. Die verschlossen war. Die ich jetzt aufmachen könnte. Aber den ganzen Weg jetzt wieder darunter. Mich interessiert eigentlich nur die Story. Also von daher, wie gesagt, wenn ihr das alles sehen wollt, gibt bestimmt genug Let's Player, die hier alles zu 100% gemacht haben. Aber das werdet ihr bei mir nicht bekommen. Ich konzentriere mich größtenteils nur auf die Story. Das, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Ansonsten lasse ich den Rest alles liegen. Da ist das Signal. Mal ist da hoch. Ich kann euch aber schon mal sagen, es wird im Februar, wie ich in der letzten Folge schon angekündigt habe, Let's Play geben von mir und Venom zu Dying Light 2. Also da könnt ihr euch schon mal freuen. Hey. Ah, wird ein etwas längeres Projekt dann. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Mach gut. Es dreht er sich genau in dem Moment um, ey. Darüber oder da? Jetzt was für eine Statue. Geht's hier hin? Wo man jetzt auf einmal überall hingehen kann. Woanders. Aber mir fällt gerade ein, war. Oh ne, der war hier hinten, gell? Ah ja, egal. So. Mal wieder ausmachen. Und machen wir einmal zack. Da drüben ist noch eine Statue. Könnte ich jetzt auch hin, aber. Oh, hier ist ein Grab. Wollen wir uns mal das Grab versuchen? Ich denke mal, ja. Schauen wir mal, was das Grab kann.
Haben wir noch ein bisschen Zeit. So. Was haben wir denn hier? 2 Teile gefunden. Modifizierung verfügbar. Finden Sie ein Lager. Wir können unseren Bogen verbessern. So, was haben wir denn hier haben? Halle des Aufstiegs. Schauen wir doch mal. Hier ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Das ist schon mal gut. Kurvebogen, Waffenmodifizierung, bla bla bla. Alle bisherigen Upgrades bleiben aktiv. Gemeistert. Ah, er hat jetzt neue Upgrades bekommen. Also nur das hier. Schlüsselringabzug. Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Mach mal. Auch nur 40%. Kommt noch einiges dazu, wenn man sich denn die Teile alle holt. Es ist ganz schön windig. Das gehörte früher zu Yamatai. Ah, ich glaube, ich kann mich da auch noch schwach dran erinnern. Das musste ich hier auf Zeit machen oder so. Ja. Okay. Ich muss auf jeden Fall irgendwie da hochkommen. Ich renne. Ja, geht ja nicht. Hä? Oh, ich muss ja zurück wahrscheinlich. Hä? Hä? Das untere geht natürlich genau an, wenn ich das hier hochziehe. Boah, das weiß auf. Das ist ganz schön gemein. Das Timing muss stimmen. Richtig.
Guter Tipp. Das Grab auch erledigt. Ich weiß gar nicht, wie viele Gräber es insgesamt gibt. Alle haben Aufstieg gemeistert. Handfeuerwaffe gibt es auch Teile. Ach, die Geocaches zeigen. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Na gut. So, jetzt können wir nochmal einen Fähigkeitspunkt verwenden. Überlebensding da auch Schätze finden. So, aber jetzt gehen wir erstmal weiter zu dem Piloten, der da noch anscheinend lebt. Das Stück hätte jetzt auch keine Fackel mehr anmachen brauchen. Das geht jetzt nicht. Ja, war, sorry. Hat er aktualisiert. So. Wir müssen jetzt. Ja, wo sind wir denn lang? Wahrscheinlich dahin. Ups. Oh, ich hätte aber auch. Wir nehmen erstmal den Weg. Oh, das geht wohl jetzt nicht mehr. Scheiße. Doch. Jetzt. Man musste nur kurz warten. So. Hier haben wir noch so eine Statue. 4/10. War nicht ganz hoch. Sehr frech. Hier sogar lang. Aber jetzt wahrscheinlich schon. Diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen.
Okay. So, und ihr könnt euch jetzt darüber. Egal. Ihr müsst dahin. Können auch nochmal. Ja, los. Folgen wir der Story. Da eine Kletterwand ist, denke ich mal, passiert jetzt was Schlimmes. Naja, biegt sich doch schon. Wer hätte es gedacht? Das war zu offensichtlich. Mehr hier. Wahrscheinlich verschleppt. Vom Befehl sein, Leute. Ja, die Statue kann ich nicht anzünden. Nein, kannst du das da benutzen? Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge. Sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Ein Lagerfeuer. Das geht jetzt nicht. Was, das geht jetzt nicht? Ich will gar nichts machen. Fehlen 9. Oh, warte mal, hier laufen doch Hasen rum. Wollen denn nicht Hasen? Nein, die Hasen sind weg. Schade. Da. Wo ist er hin? Schade. Ist abgehauen. Oh. Hier lang? Habe ich gerade 300 gekriegt insgesamt? Feuermodus. Und sie ist zu 40%. Natürlich. Ja, aber ich bezweifle, dass ich alle Teile kriegen werde. Weil man nur der Story folgt. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Eine Königin. Himiko? Wahrscheinlich. Komm's da, Pilot. Unglaublich. Captain Jessop? Captain Jessop? Ich glaube, der lebt nicht mehr, oder? Oh mein Gott.
Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, die Oni-Wächter! Mystische Gegner. Na lecker, wo sind wir denn jetzt? Das muss ich jetzt machen. Hast du schon mal hinter dir? Diesmal war nichts Spitzes da. Die Wunde hat sie bis jetzt auch immer noch nicht behandelt, gell? Was geht hier vor? Gegner, mit denen du dich nicht anlegen solltest. Ja, zurück. Ich wollte es nur mal wissen. Dachte mir schon, dass ich sterben werde. Ja, übelst stinken. Oh Gott. Wie viele Menschen waren denn auf dieser Insel? Schrotmunition. Kriege ich jetzt eine Schrotflinte? Als ob die noch gehen würde. Hoffentlich funktioniert das Ding. Dürfte es nicht. Ich bezweifle sehr stark, dass die noch geht. Sie suchen nach mir. Na, jetzt sieht's böse für die aus. Nur zwei. Ich hasse Gräber. Damit verdienst du deine Brötchen. Später. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Du bist wirklich hier. Und wirklich, wirklich tot. Das ist unglaublich.
Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise. Eine Pilgerfahrt nach... Ach, ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Legt sie um! Du kennst ja mal auch umbringen. Danke für die Munition. Wo ja noch Munition liegt. Was zum Teufel ist da unten los? Echt jetzt? Scheinbar habe ich jetzt auch alle Waffen. Schuss. Jetzt können wir noch die Schrotflinte verbessern. Teuer ist. Ja. Kann ich nichts machen. Hier? Kann ich auch nichts machen. Hier wahrscheinlich. Also ich bin fertig erstmal. Ja. Dann müssen wir sparen. Soll ich jetzt einen Fähigkeitspunkt? Nee, gell? Ja. Gut. Haben noch ein bisschen Zeit. Können wir noch ein bisschen weiter spielen. Okay. Hat er einen Wind? Alles geht kaputt, wenn Lara kommt. Mit der Molotow her. Hat der den
den Molotow geworfen? Echt? Ich glaube, da muss was drauf fallen. Oh, da ist noch einer. Korrigiere, da war noch einer. Ah ja, die Glocke muss bestimmt da drauf fallen. Jetzt will ich es flähen, also brauche ich bestimmt mehr. Ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe das Rätsel. Schlitzfahrer kaputt machen. Die irgendwo runterfällt, ey. Unnormal. Da war ich zu langsam. Da war ich definitiv zu langsam. Jetzt morgen so schnell. Frech. Kann man überhaupt noch Blick haben, ey.
Sie hat mehr Glück als Verstand, die Frau. Ja, muss ich erstmal raus. Hallo? Hallo? Sam? Hallo? Sam, hier ist Lara. Oh Gott, Lara. Es tut so gut, dich zu hören. Dich auch, Sam. Ist der Rest der Crew bei dir? Nein, ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine scheiß Angst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nicht sehen. Sam? Sam! Ein Feuerritual. Wie auf dem Bild in Himikos Grab. Rob, bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir und wir gehen zusammen rein. Galerie freigeschaltet. Ein Feuer. Glaube ich, bin falsch gelaufen, oder? Ah ne, doch, da. Fähigkeitspunkt. Ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Du bist wie Dad. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie Dad. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Genau. Bücherwurm-Trophäe erhalten. Stimmt, so und so viele Einträge gehört, gelesen, was auch immer. Na, gehst du mal da hoch? Jetzt. 5. Uhr? Oh. Was hat denn das für einen Sinn? Schauen wir mal. Sehen Sie. Wenn du betroffen zur Zeremonie kommst, dann kann ich den Fang erst nicht mehr. Hey, hier liegt das schon erst lange in den Hotels. Verdammt! Hier rüber! Ich hab High Ground. Ich hab immer einen Vorteil. Aber da hätte ich doch die Brücke nehmen können, oder nicht? Na gut, zu der Statue, ja, okay. Verstehe. Nummer 6. Würden noch 4 fehlen. Aber ich glaube, an anderen bin ich definitiv schon vorbei. Munition. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Mein Feuerritual. Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich.
Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat da weggelegt. Sam? Sam? Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Gab's hier noch was? Abgesehen von Munition, wo ich eh voll bin. Natürlich gab's hier noch was. Es mangelt mir an nichts. Als Priesterin der Sonnenkönigin stehe ich am Hofe über allen anderen. Ich werde geschult in Sprachen, Etikette, Geschichte, Kriegsführung. Alles, was zum Herrschen vonnöten ist. Und die Königin ist wie eine Mutter zu mir. Warm, fürsorglich, liebend. Doch es fühlt sich falsch an, wie eine Art Schauspiel. Auch die anderen Priesterinnen sind beunruhigt. Einige fühlen dasselbe wie ich. Vielleicht sogar alle. Aber warum? Wovor haben wir Angst? Das werden wir auch noch erfahren. So, ich gehe mal davon aus, weil die Kamera hier hingezeigt hat, wo ist ich hier hin? Tap. Ey, wie viel Munition es hier gibt, ey. Mein Gott. Was soll da hin? Ist nichts los. Oh, die hätte ich auch anzünden können. Ein neues Teil. Wir müssen da lang. Muss nicht vorrücken. Hey. Aber mal her. Von hinten. Oh, noch von hinten. Frech. Das war frech. Ich will mich nicht mit der Schrumpflinte die Fässer hier rollen lassen können. Ah ja, egal. Sind tot. Tod ist tot. War da runter. Außenrum geht nicht. Ich muss rüber. Ja. Das war ein schmerzhafter Tod. Rechtsanwalt ist keine gute Idee.
Ich habe nach rechts gedrückt. Sie ist trotzdem weiter geradeaus geschwommen. Gerutscht. Und drück jetzt nach rechts. Aber knapp. Ich sehe gar nichts. Weg zum Tempel, oder? Aua. Ja, da vorne ist er doch. Au. Die ist unsterblich, echt. Tempel. So Leute, das war's mit Folge 3 von Tomb Raider, The Definitive Edition. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Smoke Gamer.